Die Lesung zur Predigt ist in Lukas 6 ab Vers 27 in einem Abschnitt der Feldrede Jesu. Von der Feindesliebe. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel wegnimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und vom Umgang mit dem Nächsten: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen. Einen schönen guten Morgen. Heute, liebe Gemeinde, geht es um das Thema Barmherzigkeit. Ich möchte an die Jahreslosung erinnern. Das ist so eine Gewohnheit von mir, dass es mir wichtig ist, nicht nur am Anfang so einen Punkt zu setzen, sondern an die Jahreslosung immer wieder zu erinnern, weil es doch aus meiner Sicht ein wichtiges Motto sein kann, das uns hilft, in der Spur Gottes zu bleiben. Ganz am Anfang möchte ich versuchen, dass wir uns das bildlich vorstellen können, diese Dynamik dieser Jahreslosung. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, dann könnten wir das ungefähr so zeigen. Und zwar, das Erste ist, dass Gott den Anfang macht. Und zwar die Barmherzigkeit Gottes kommt auf diese Erde nieder. Sie kommt runter. Es ist eine große Dynamik, ein großes Geschenk, ein liebevolles Geschenk. Und das Zweite ist, diese Barmherzigkeit geben wir weiter. Die geben wir an alle Seiten weiter. Sie ist sozusagen ein Auftrag. Dieses Geschenk der Barmherzigkeit Gottes entfaltet eine Dynamik in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Handeln, in unserem Leben. Und dazu ist Jesus auf diese Welt gekommen, dass wir das begreifen, dass wir das verstehen. Und in diesem Sinne hat Jesus auch diese Bergpredigt gehalten. Er hat diesen Punkt gesetzt und das Wichtigste, was wir an dieser Jahreslosung einmal mitnehmen können, das Erste, das Wesen Gottes ist Barmherzigkeit. Wenn wir uns mit Barmherzigkeit beschäftigt haben, dann begegnen wir seinem Herzen, dem Herzen Gottes. Dort, wo wir uns auf diese Herzensbegegnung einlassen, da wird auch unser Herz verändert, erfüllt von dem Geist Gottes, von seinen Gedanken, von seiner Art, von der Art und Weise, wie er Leben in dieser Welt gewollt hat. Und wir erfahren einen Anteil an seiner Liebe. Wir erfahren auch einen Anteil dieser Dynamik, dieser lebendigen Kraft des Glaubens, die unser Leben erneuert. Barmherzigkeit ist ein Grundbegriff der Bibel und es sind ganz unterschiedliche Aspekte, die in der Barmherzigkeit
zusammenwirken. Und ich möchte uns einfach daran erinnern, das Erste, was wir eigentlich haben, Barmherzigkeit ist ein Vorgang in unserem inneren Menschen, im Herzen. Wenn wir zum Beispiel mit ansehen, wie einem anderen etwas Negatives geschieht, da geschieht etwas, da wird etwas ausgelöst, ein Gefühl, ein Impuls, Erbarmen, Mitgefühl, manchmal aber auch die Angst, selbst betroffen zu sein. Trifft es jemanden unverschuldet, dann ist dieser Impuls sofort Mitleid, helfen zu wollen. Und wir kennen auch alle den Gegensatz, Schadenfreude, wenn wir Fehlverhalten vermuten oder die Person uns nicht sympathisch ist. In Sekundenschnelle ordnen wir ein, ähnlich wie beim Neid. Die Emotionen, die Gefühle sind im Augenblick da. Es hat etwas in unserem Herzen angeklungen. Und wie so oft in der Bergpredigt, Jesus fordert uns enorm heraus. Wir haben das eben schon gehört. Leihen und nicht zurückverlangen und die Feinde lieben und all die Dinge. Jesus fordert uns heraus, denn Gott hat auch Erbarmen mit den Sündern, mit dem, der seine Fehler einsieht und sogar mit dem, der seine Fehler weder erkennt noch zugeben kann. Wir sollen unsere Feinde lieben, die segnen, die uns beleidigen. Heute steht die Barmherzigkeit im Mittelpunkt. Und wenn wir so einen Durchgang durch die Bibel machen, Paulus predigt von der erneuernden Kraft der Barmherzigkeit, die auch unsere Herzen überwältigen kann. Also das Thema Barmherzigkeit ist nicht nur ein Thema Jesu, sondern die Verkündiger haben das immer wieder aufgenommen, haben gesagt, das ist ein Zentrum unseres Glaubens. Wir kennen ja die tiefe Liebe Gottes zu uns, die sich nicht durch unsere Schuld erschüttern lässt. Und das hat Paulus fasziniert. Er hat geschrieben im Römer Kapitel 2, Vers 4, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Oder Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also es ist eine Barmherzigkeit, eine Liebe, die geschieht, die existiert. Diese Dynamik Gottes ist da, bevor wir überhaupt irgendetwas getan haben. Und dann knüpft Paulus aber auch an, dann in Römer 12, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Also diese Barmherzigkeit ist nicht nur so da wie so eine warme Dusche für uns und dann sagen wir, ach, ist das schön und gut und so weiter, sondern diese Barmherzigkeit Gottes will eine Dynamik in uns auslösen, so wie wir es eben gelesen haben. Die Barmherzigkeit Gottes kommt und sie will uns in Bewegung setzen. Wir werden beschenkt mit der Barmherzigkeit Gottes. Wir wurden als Person mit unserem ganzen Leben herausgerufen. Und Jesus möchte, dass wir ihm in allen Lebensbereichen unser Vertrauen schenken, dass alle Lebensbereiche durchdrungen, durchgestylt sind durch seine Barmherzigkeit. Das Leben fordert uns sehr heraus. Und wir haben das heute vielleicht schon gelesen oder so gedacht bei diesem Wochenspruch. Man hört ihn gerne, Matthäus 25, Vers 40. Da sagt Jesus, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für meine geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und das ist ein Riesensatz von Jesus. Und dahinter steht diese Aussagen, dieser große Horizont der Barmherzigkeit, den Jesus aufgezeigt hat. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank
und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und dann dieses Erstaunliche. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen? Und wann haben wir dir zu essen gegeben oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Und wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und dann wird der König sagen zu denen auf seiner rechten Seite, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Ein großer Horizont der Barmherzigkeit, diese Barmherzigkeit Gottes ist eine Dynamik, die uns mit dem Reich Gottes verbindet, die uns mit Gott selbst verbindet, die uns eine Nähe, eine Erfahrung gibt, was es heißt, gerettet und geliebt zu sein. Und das möchte die Barmherzigkeit Gottes in uns auslösen. Und wenn wir die Bibel weiterlesen oder wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann geht das ja noch weiter. Trauernde trösten, Zweifler nicht verurteilen, Menschen beachten. Schwierige Menschen in Liebe ertragen und Wege zu ihren Herzen finden und so weiter. Jesus hat sich ganz in unser menschliches Leben hineingegeben. Jesus will so in unser Herz kommen und uns verwandeln und erneuern, dass uns das Leben der Barmherzigkeit zu unserem eigenen Denken und zu unserem eigenen Leben wird. Also nicht so als eine Pflichtaufgabe. Klar, es ist gut, dass man sich aufschreibt, ich möchte den anrufen und ich will den nicht vergessen und so weiter und so fort. Und das hat etwas mit der Umsicht zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass wir auch unsere Strukturen einsetzen, unser Denken einsetzen, dass Barmherzigkeit klug weitergegeben wird. Aber Jesus möchte, dass wir das in unserem Denken verinnerlichen, in unserer Person verankern. Und das möchte ich eigentlich nicht nur lernen im Jahr 2021, sondern das möchte ich mein ganzes Leben lang lernen. Darin will ich erleben, dass der Geist Gottes mein Herz, meine inneren Absichten, meine Entscheidungen immer mehr erfüllt. Wir sind aufgefordert, Barmherzigkeit zu gestalten, auch aktiv zu handeln. Und eigentlich alle Themen der Barmherzigkeit haben mit dem Thema Verantwortung zu tun, Verantwortung zu übernehmen, kreativ, oft herausfordernd, aufzubrechen zu den Menschen, damit die Barmherzigkeit Gottes ankommen kann, Trost in unserem Leben und bei unseren Mitmenschen auch ankommt. Wir haben jetzt 2 Drittel dieses Jahres übrig und nochmal 1 Drittel vor uns. Und wo wir sagen, okay, dieser Fokus der Barmherzigkeit, den kann ich mir nochmal vornehmen. In 4 Monaten kann eine ganze Menge geschehen. Da kann man eine ganze Menge lernen. Da kann man sich die Augen und das Herz öffnen. Das meint auch Barmherzigkeit mit uns selbst. Und das ist auch ganz wichtig, denn wir dürfen uns daran erinnern, Jesus ist kein Antreiber. Jesus ist kein Antreiber, der irgendwie mit dem Stock dann immer so dahinter ist und sagt, und jetzt musst du und jetzt sollst du und jetzt hättest du und es wäre doch. Sondern Jesus ist der gute Hirte, der für uns sorgt. Der vielleicht sagt, das ist vielleicht zu groß beschrieben, was brauchst du, damit dir das besser gelingt? Und wenn wir still werden, wenn wir beten, wenn wir hören, wenn wir uns auf diese Barmherzigkeit Gottes einlassen, dann gibt Gott uns Hilfe. Dann stellt er uns vielleicht eine Schwester, einen Bruder, einen anderen vertrauten Menschen zur Seite, der uns hilft und uns ja eine Idee gibt, wie das in meinem Leben, wie das in unserem Leben besser gelingen kann. Er ist der gute Hirte, der für uns sorgt.
Barmherzigkeit bedeutet, dass wir unsere Berufung zum Leben ja immer wieder neu entdecken, dass wir es erfahren, was es heißt, zu Jesus zu gehören. Unser Glaube ist nicht nur eine Sache unserer Gedanken, das Denkerische für mich, sondern für mein Herz, für ein inneres Geschehen, dieses innere Geschehen geborgen und angenommen zu sein. Es ist ein großes Geschenk, wenn wir das für uns entdecken. Und diese Geborgenheit kann Segen bringen. Barmherzigkeit ist auch eine Herausforderung. Und ich denke, das haben wir auch schon oft beobachtet. Da gibt es einen Unterschied zwischen dem, was wir meinen, was wir wollen, und dem, was den Menschen wirklich gut tut und was sie auch brauchen. Und dem, was sie selber denken, was sie empfinden, was sie sich wünschen. Ja, wir wissen es selbst, da gibt es Dinge, die tatsächlich ein Segen sind. Und da gibt es Dinge, wo wir uns große Mühe gegeben haben, wo wir gesagt haben, ich will diese Barmherzigkeit weitergeben. Und sie kommt beim anderen gar nicht an. Und dann sind wir enttäuscht und frustriert und sagen, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Und also ich habe schon so viel probiert und so weiter. Und das ist wirklich diese Herausforderung, zu der Jesus uns auch zumutet. Oft ist es ja so, dass wir es einfach nicht besser wissen. Wir übertragen unser Denken auf andere. Oder wir bedienen genau das, was der andere sich vorstellt, doch mit der Zeit merken wir, wir machen eigentlich alles, was der andere sagt, aber da passiert trotzdem nichts. Das hilft ihm nicht wirklich. Barmherzigkeit muss auch manchmal gegen so einen Widerstand angehen, zu sagen, okay, der will eigentlich immer nur bedient werden und so weiter. Dass Barmherzigkeit dazu da ist, dem anderen Mut zum Leben zu geben, die Dinge selber anzupacken, selbst zu denken, selber Entscheidungen zu treffen, Verantwortung für das Leben selbst zu übernehmen, Eigenständigkeit der Persönlichkeit zu entwickeln. Und das heißt, das müssen wir zuhören, da müssen wir beobachten lernen. Da sind wir dann manchmal ganz still, die betreffende Person wirklich zu achten und zu lieben, damit Barmherzigkeit auch gelingen kann. Es gibt auch so eine ja unterschwellig verletzende Barmherzigkeit, die mehr zerstört als aufbaut. Dieses gut gemeint und doch noch lange nicht gut gemacht. Und dieses Jahr der Barmherzigkeit ist für mich so ein Punkt, dass ich das neu begreife, von den Zielen Gottes her denken zu lernen, von dem, ja, wie Menschen begleitet sind, wie Gott sie liebt. Unsere Hilfe darf nicht in Abhängigkeit führen, sondern sie soll zum eigenständigen Leben ermutigen und befähigen. Und ein Film, der ist schon uralt im Grunde genommen, aber der das sehr gut deutlich macht, dieses Zusammenspiel und wie schwierig es ist, ziemlich beste Freunde, einige kennen das, dass irgendwie dann doch eine Begegnung auf Augenhöhe, eine gegenseitige Achtung besteht, auch das Lernen, Hilfe anzunehmen, ist auch etwas, was jeder von uns neu lernen muss. Barmherzigkeit, eine Lebenseinstellung, die sich am Wesen Gottes orientiert und die aus dem Vertrauen zu Gott und aus der Gemeinschaft mit Jesus seine Kraft bekommt. Dazu sind wir eingeladen oder daran möchte ich uns erinnern. Alles ein Lernfeld, dass wir behutsam nachfragen, dass wir dem anderen wirklich dienen wie ein Freund, nicht wie ein König, der dem Untertan irgendetwas schenkt, was er sowieso nicht braucht. Dass wir einander auf Augenhöhe begegnen, auf Herzenshöhe. Das ist die Einladung dieses Verses. Und Jesus lenkt unseren Blick nach oben. Er sagt, die Anschauung, das Lernen, könnt ihr vom Vater lernen.
bei Gott selbst. Werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir können uns ganz bewusst entscheiden, den Rest dieses Jahres auf diese Barmherzigkeit einzulassen, von Jesus, vom Vater im Himmel zu lernen. Oder so, wie wir es eben gehört haben, bei dem Gleichnis vom Samariter, dem anderen ein Nächster zu werden. Dem anderen einer zu werden, der sagt, hier, ich bin da im Namen Gottes. Gottes Wort lädt uns ein, das Evangelium der Barmherzigkeit, ein Leben der Barmherzigkeit zu führen. Amen. Ich möchte mit dem Segen schließen und möchte das tun mit einem, mit dem Hohenlied der Barmherzigkeit Gottes aus dem Psalm 103 und einem Gebet aus der Ostkirche. Und ich denke, dass wir zum Segen aufstehen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Komm, Heiliger Geist, heilige uns. Erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit, dem Weg und dem vollen Leben. Entzünde in uns dein Feuer, dass wir selber davon zum Licht werden, das leuchtet und wärmt und tröstet. Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden, die von deiner Liebe und Schönheit sprechen. Schaffe uns neu, dass wir Menschen der Liebe werden, deine Heiligen, sichtbare Worte Gottes. Dann werden wir das Antlitz der Erde erneuern und alles wird neu geschaffen. Komm, Heiliger Geist, heilige uns, stärke uns, bleibe bei uns. Amen.